Mein Deal ist, wenn unser heutiges Video 15.000 Likes überschreitet, dann fahre ich sogar mit dem Lamborghini Sian für euch auf die Autobahn und wir drehen ein ausführliches Video wieder Vollgas mit dem Sian. Dieses Video wird mich mehrere 10.000 Euro kosten. Ich löse mein Versprechen ein. Ich habe euch damals gesagt, wenn das Video, in dem wir den Countach vorgestellt haben, mehr als 10.000 Likes erreicht, dann fahre ich mit dem Auto, obwohl es ein Neuwagen ist, mit euch auf die Autobahn. Ihr habt geliefert, das Video hat mehr als 10.000 Likes erreicht. Jetzt bin ich dran. Wir fahren heute Countach. Der Sound, Leute, ich sage euch, phänomenal, jedes Mal aufs Neue. Boah, geil. Ich will 300, da sind die 300, ja! Wie krass ist das denn? Ich stehe neben einem ganz neuen Lamborghini Countach und gleich darf ich ihn fahren. Der Nervenkitzel ist bei mir schon natürlich ganz groß. Mein Puls schlägt immer höher. Ich weiß, gleich ist es soweit. Ich gehe mit diesem Kunstwerk von Auto auf die Autobahn. Aber lasst uns noch einmal gemeinsam um den Wagen herumgehen. Dann finden wir gemeinsam heraus, was die über 800 PS und 12 Zylinder so drauf haben. Ja, werfen wir noch mal einen Blick auf den Wagen. Wenn ich den Countach sehe, dann denke ich natürlich an zwei Sachen. An den Ur-Countach, an den alten Countach von damals und natürlich an den Wolf of Wall Street, wie er mit dem alten Countach damals durch die Gegend gezogen ist. Das Fahrzeug ist für mich natürlich Emotion pur. Das Auto ist limitiert auf 112 Stück weltweit und weit über 3 Millionen Euro wert. Also ich nehme gleich 3 Millionen Euro mit mir mit auf die Autobahn, aber das ist es gar nicht. Ihr müsst euch vor Augen führen, der Wagen hat ja Neuwagenkilometer quasi noch. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, ich gehe das Risiko ein, ich nehme das Auto mit den ganz wenigen Kilometern, die er hat, heute mit auf die Autobahn und fahre damit vielleicht um die 100 Kilometer heute. Das ist natürlich richtig krass, das kostet auch einiges an Wert bei dem Wagen, aber egal, ich habe es euch damals versprochen. Kevok war ja neben mir mein Geschäftspartner, der hat mich mit ganz großen Augen und ganz böse angeguckt, als ich gesagt habe, wenn unser Video 10.000 Likes erreicht, dann gehe ich mit euch auf die Autobahn. Stopp. Und das Auto ist neu. Heute ist es soweit. Werfen wir noch mal einen Blick um den Wagen herum. Beim Countach konnte man eigentlich nur eine Option noch dazu bestellen und das war das Carbon-Paket. Das hat unser Fahrzeug. Wir haben einen klassisch weißen Countach, vorne mit der Carbon-Lippe, Carbon-Seitenschweller, Carbon-Außenspiegel, dann sind hier die Lufteinlässe aus Carbon. Dann nehme ich euch einmal mit nach hinten. Wir haben hier den Motor hinten sitzen und die Motorhaube ist im Wechsel mit Carbon und Glas. Carbon, Glas, Carbon, Glas. Sieht natürlich sensationell aus. Dann hier hinten der Diffusor. Der sieht natürlich total ikonisch aus. Aber ich finde, was am markantesten bei dem Auto ist, sind diese vier Oldschool-Auspuffrohre. Das macht ja kein Hersteller mehr mittlerweile. Wir haben ja diese Hexagon-Auspuffrohre, wir haben dicke Runde, ein riesiges, wie auch immer. Aber dass wir da nochmal so richtig schön klassisch vier runde Tröten hinten haben, finde ich sensationell. Gefällt mir richtig, richtig gut. Da meine Frage an euch, feiert ihr das auch so wie ich, dieses klassische Design? Oder steht ihr schon auf die neuen Designs? Ist natürlich Geschmackssache. Ansonsten kann man die Räder von hinten relativ gut sehen. Die Reflektoren sind hier in den Luftauslässen oben. Sieht schon richtig gut aus. Bei mir kribbelt das natürlich jetzt schon in den Fingern. Und wisst ihr, was richtig krass ist, Leute? Nicht nur, dass wir einen weißen Countach da haben. Wir haben ja auch gegenwärtig gleichzeitig einen weißen Sian bei uns im Showroom. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem Leben noch einmal einen Sian und einen Countach in gleicher Farbe dastehen werde, die ist nicht sehr hoch. Gegenwärtig habe ich das Glück. Man muss sich überlegen, die beiden Autos kosten in Summe weit über 6 Millionen Euro. Nur für die beiden Lamborghinis. Also es ist die absolute Speerspitze. Und was natürlich auffällt, beim Sian ist das ja so, der Sian repräsentiert die Zukunft von Lamborghini, während der Countach nochmal eine Hommage an die Vergangenheit ist. Also gegensätzlicher könnten die Autos nicht sein, die im Prinzip trotzdem aber in einer Ära entstanden sind und auch beide die gleiche Basis haben, und zwar den Lamborghini Aventador. Und wenn ich Aventador sage, da stehen sie alle hinten dran, ganz brav, wie die Schuljungen. Da haben wir nochmal dieses Lamborghini-Design der letzten 10 Jahrzehnte, da seht ihr hier beim SVJ, Aventador SVJ, zweimal, ne, die Front, das war jetzt schon Endstufe. Daneben haben wir den Huracan als STO, zweimal links und rechts, und wie brav die nicht aussehen. Und wenn wir dann aber einmal rübergehen zum Sian, da merken wir, das ist ein Ausblick in die Zukunft. Das war ja praktisch jetzt am Ende der Aventador-Baureihe, der Ausblick auf den Revuelto, was theoretisch alles möglich wäre.
Und da sehen wir natürlich, da hat Lamborghini mit dem Sian richtig einen ausgepackt. Der Sian ist übrigens sogar noch limitierter als der Countach. Vom Countach gibt es 112 Fahrzeuge, vom Sian gibt es nur 63 Fahrzeuge weltweit. Leute, wir nehmen ja heute den Countach mit auf die Autobahn. Wir fahren mit dem Countach. Wollen wir nochmal den gleichen Deal gemeinsam machen? Leute, jetzt folgendes Angebot an euch. Beim Countach habt ihr mitgezogen und heute löse ich natürlich mein Versprechen ein. Machen wir es doch nochmal. Mein Deal ist, wenn unser heutiges Video 15.000 Likes überschreitet, dann fahre ich sogar mit dem Lamborghini Sian für euch auf die Autobahn und wir drehen ein ausführliches Video wieder Vollgas mit dem Sian. Auch das Auto ist niegelnagelneu und hat quasi noch Werkskilometer drauf, ist mir aber egal. Für euch und mit euch gemeinsam will ich das durchziehen. Also, der Deal ist, wenn unser heutiges Video 15.000 Likes erreicht, also jetzt sofort loslegen, liken, 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 dann bedanke ich mich bei euch natürlich mit einem richtig geilen Video, wie wir auch den Lamborghini Sian mit auf die Autobahn nehmen. Gibt es jemanden, wo ihr sagen würdet, wenn du schon so ein Video drehst, dann nimm ihn doch bitte mit dir mit auf die Autobahn. Ihr könnt mir auch gerne eure Vorschläge in die Kommentare reinschreiben, wen ihr gerne mit mir im Auto sehen würdet, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Für ein Hypercar brauchen wir natürlich auch einen Hyper-Schlüssel und den hole ich mir jetzt hier raus. Bitte einmal den Schlüssel. Standesgemäßer Auftritt für ein Auto, oder? Ich nehme mir den Lamborghini-Schlüssel und jetzt geht's ab in den Countach und ab auf die Autobahn. So, jetzt heißt es Lamborghini Countach fahren. Ich bin angeschnallt. Jetzt noch die Spiegel einstellen. Ist auch krass, wenn man so im Rückspiegel, ich glaube, das könnt ihr gerade gar nicht sehen, einen Pagani sieht. Allein das Bild ist ja schon für die Götter. Das war jetzt gerade mein Rückspiegel. Ich hoffe, man kann es sehen. Absurd, total absurd, wenn ich mir manchmal vor Augen führe, was ich hier für Werte und für Autos mittlerweile um mich herum habe. So, jetzt heißt es aber Auto anlassen. Boah, geiler Sound. Der Tacho sieht übrigens etwas anders aus als beim Sian, das ist interessant. Das Navi ist relativ ähnlich, auch die Mittelkonsole ist ähnlich aufgebaut. Grundsätzlich am Innenraum, ja, es gibt Unterschiede zum Sian. Aber beides sind von innen sehr, sehr schicke Autos. Ihr könnt es mir aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr krasser findet. Den Countach oder den Sian. Wenn ihr ein Auto auswählen dürftet, welches würdet ihr nehmen? Richtig schick ist auch hier das Glasdach hier mittig. Das lässt sich übrigens switchen. Also wenn ich, es ist jetzt milchig, ich kann nicht rausgucken. Und jetzt ist es weg. Jetzt kann ich rausgucken mit einem Blauton, mit einem Blaustich. Und jetzt ist es wieder so. Ich mache es aber auf. Sieht schöner aus. Geil. Geil, geil, geil. Es geht auf die Autobahn mit dem Lamborghini Countach. Mehr geht nicht, Leute. Mehr geht wirklich nicht. Also vom Sitzkomfort sehr geil. Die Sitze sind gut. Das Auto ist sehr übersichtlich. Macht Spaß, hier drin zu sitzen. Anders als beim Aventador fühle ich mich hier drin nicht unwohl. Also beim Aventador bin ich immer so ein bisschen überfordert. Das ist hier nicht der Fall. Das ist okay. Auch das rote Interieur. Ein wunder, wunder, wunderschönes Rot. Es ist nicht so ein knalliges Pornorot, nein, es ist einfach ein richtig schönes Rot und das in Verbindung mit weißen Details, mit weißen Kedern, weißen Stitchings und Mattcarbon und Schwarz, sensationell. Auch hier der Dachhimmel komplett beledert mit weißen Stitchings. Ein absoluter Traumwagen. Also für mich geht gerade auch wieder so der nächste Traum war. Wieder ein Haken auf meiner Bucketlist. Ich fahre Lamborghini Countach. Wow. Da merke ich auch schon die Power dahinter. Als Lamborghini-Kunde war es ja quasi fast unmöglich, an so ein Auto ranzukommen, muss man sich ja überlegen. Es gibt nur 112 davon weltweit, dass es natürlich viel, viel mehr Interessenten für das Auto gab, obwohl der Wagen so teuer war, ist klar. Das Auto hat brutto, müsste um die 2,6, 2,7 gekostet haben. Und trotzdem standen die Kunden natürlich Schlange für so ein Sondermodell. Und ich, ausgerechnet ich, darf heute in diesem Wagen sitzen und mal eine Runde damit drehen. Das ist einfach nur ein Traum, der in Erfüllung geht. Ja, und auf meiner Bucketlist, ne, wir haben den Bugatti, wir haben den Pagani, wir haben den Königsegg. Ich war aber noch nie mit einem Lamborghini-Sondermodell auf der Autobahn. Das ist heute mein erstes Mal. Klar, Aventador, verschiedene Modelle, SVJ etc. Habe ich alles schon mitgenommen. Aber Countach ist mein erstes Mal. Mein erstes Mal Countach. Gleich bin ich auf der Autobahn. Und dann will ich auch Vollgas geben.
Soundkulisse ist mächtig, Leute. Ich bin schon nur ganz leicht am Beschleunigen und was ich hier an Kräften höre, was ich an Sound bekomme. Der kleine E-Antrieb sitzt hinter mir, der riesige Zwölfzylinder sitzt hinter mir, die Abgasanlage, alles brüllt von hinten auf mich rein. Tritt mich, Omid, tritt mich, sagt der Kuntatsch. Aber auch wie der liegt. Man würde ja bei so einem riesen Ungetüm annehmen, das ist nur was zum Gucken, nicht zum Fahren. Ah, Leute, allein wie der hier die Autobahnauffahrt in der Kurve liegt. So, jetzt will ich selbst schalten. Bei 2,30 ist mir gar nicht aufgefallen. Und erstmal abbremsen. Krass, wie schnell das ging. Ich bin eigentlich nur auf die Autobahn aufgefahren. Dann musste ich kurz ein Auto überholen, gucke auf den Tacho und habe 2,30 drauf. Jetzt ist unser Spot da. Der Sound, mega, 8000 Umdrehungen. 2,50 schon. 2,80. 92, jetzt muss ich auf die Bremse. Oh! Heftig, Leute, heftig. Also die 300 machen wir heute definitiv voll. Die lasse ich mir nicht nehmen. Wie leicht sich der Wagen beim Beschleunigen anfühlt, das ist unglaublich. Man würde ja bei so einem Ungetüm sagen, ach, das kann er nicht. Sich der Wagen an, Leute, sensationell. Also vom Gefühl und vom Handling her, Leute, das könnte auch ein GT3 RS oder ein GT2 RS sein, den ich hier gerade fahre. Der Wagen fühlt sich unheimlich leicht an, maximal präzise. Beschleunigung, Power quasi ist gleich unendlich. Also sensationell. Ich bin ja fast schon zu Tränen gerührt. Ich habe richtig Gänsehaut gerade. Ich meine, wie kann man denn auch nicht Gänsehaut haben, wenn man gerade in einem Lamborghini Countach sitzt, über 800 PS, ein limitiertes Sondermodell und wir brettern damit mal eben über die Autobahn. Geil, geil, mehr geht nicht, Leute, mehr geht nicht. Ihr seht es an meinem Grinsen, sensationeller Wagen, ein Traum. Perfekt, der Wagen ist geil. Er ist richtig, richtig geil, Leute. Ja, der Wahnsinn. Jetzt bremse ich wieder. Vorne ist ein Auto. Wir wollen genügend Abstand einhalten. So einem YouTube-Video, das sind, wenn es gut läuft, 1.000-2.000 Euro, Leute, mehr ist es nicht. Dafür werfe ich aber so ein krasses Auto, Leute, für mehrere Millionen Euro, mal eben auf die Autobahn, ja, muss auch wirklich aufpassen, überall lauern ja auch Steinschläge und so, es geht ja nicht mal um einen Unfall, schnell ist mal ein Stein in der Windschutzscheibe, was mich dann mehrere 10.000 Euro kostet, so ein Totalschaden würde in die Millionen gehen, klar, ist alles irgendwo versichert, aber hol das mal rein und auch die Selbstbeteiligung abziehen. Risiko pur, aber es ist die Sache wert. Ich habe unheimlich viel Spaß hier mit dem Countach auf der Autobahn. Ich habe es euch ja gesagt, wenn wir die Likes erreichen, dann gehe ich mit euch auf die Autobahn. Also, wenn ihr wollt, dass ich das Gleiche auch sehr bald schon mit dem Lamborghini Sian mache, dann ist mein Deal 15.000 Likes für dieses Video und ihr kriegt auch Omid mit dem Lamborghini Sian auf der Autobahn. Versprochen, Leute. Ich hoffe, ihr macht's. Ich kann es ja selbst kaum erwarten, mit dem Sian auf die Autobahn zu gehen. Wow, geil! Das ist der Wahnsinn. Ich kann nur sagen, geil, 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 geil. Das einzige Manko für mich ist natürlich nach wie vor leider die Kupplung. Wir haben immer noch, so wie wir es vom Aventador kennen, und der Aventador ist ja die Basis vom Countach,
dieses Headbanging, diese Schaltstöße, das ist jetzt mittlerweile beim Revuelto nicht mehr so. Beim Huracan war es ja auch schon nicht mehr so, aber es hat sich halt die komplette Aventador-Baureihe inklusive aller Sondermodelle, ob wir hier vom Centenario sprechen, ob wir vom Sian sprechen, vom Countach sprechen oder auch hier vom Aventador Ultime oder den SVJ-Modellen, es war immer da und sie haben es auch bis zum Schluss konsequent durchgezogen, die Jungs vom Lamborghini. Das ist aber auch der einzige Wermutstropfen, den ich nennen könnte bei dem Fahrzeug, dass das nicht besser ist. Ansonsten ist das Auto einfach nur perfekt. Ein Traum, ein Gedicht. Wie soll ich es euch anders beschreiben? Wenn ich hier Gas gebe, das kommt einem Erguss schon sehr, sehr nahe. Ein trockener Erguss, würde ich sagen. Geil! Vor allem, wenn ich diesen brachialen Sound höre und dann diese vier geilen Auspuffrohre hinten vor meinem Auge habe. Was soll ich euch sagen, Leute? Einfach nur mega. Sensationell. Der Wagen ist übrigens unheimlich bequem. Also im Innenraum, ich könnte mit dem Auto heute auch locker mehrere hundert Kilometer fahren. Ich würde nicht müde werden. Einfach nur ein Traum. Ich kriege hier übrigens die ganze Zeit auch angezeigt, wie sich der Flügel mit verstellt. High, low. Das ist so ein Tag, da kann ich einfach nur dankbar sein. Ich darf in einem Lamborghini Countach auf der Autobahn fahren. Ein Privileg, das wirklich nur ganz, ganz wenigen Menschen weltweit vorbehalten ist. Und wer bin ich, der sich da einreihen darf? Egal. Ich hinterfrage heute nicht mein Glück, ich tue es einfach. Schön wäre es natürlich, wenn sich noch so ein Spot öffnen würde. Ich habe ja mit den 300 schon noch so ein bisschen geliebäugelt. Der Sound, Leute, ich sage euch, phänomenal, jedes Mal aufs Neue. Wenn die 12 Zylinder greifen und wir sagen, jetzt wird Gas gegeben, Leute, das ist ein Inferno hinter mir, das ist ein Fest. Ich könnte Freudentränen weinen, wenn ich mich nicht auf die Fahrbahn konzentrieren müsste. Jetzt aber. Und da seht ihr, wie garstig der Wagen ist, ne? Schon wieder direkt 250, 260. Ich muss bremsen. Oh, Leute, es ist nur ein Auto vor mir, das ist die linke Fahrbahn. Ach, verdammt. Egal. Es geht nicht anders. Aber jetzt nochmal. Runterschalten und Gas. Zack! Und jetzt! 250, 260, 270, so schnell kann ich gar nicht sprechen, 280. Krieg ich die 300? Ich will 300! Da sind die 300! Ja! 311! Ich muss bremsen, ja. Bremsen! Geil! Ziel erreicht! Bucketlist, Haken dran, Lamborghini Countach über 300 auf der Autobahn, dann, Leute, danke, ich kann nur danke sagen, Leute, dass ihr das Video damals über 10.000 Mal geliked habt, hat mir ermöglicht, heute in diesem Wagen zu sitzen. Wenn ihr nochmal die ganze Nummer toppen wollt, nochmal ein Auto von Lamborghini, das nochmal ein Tick krasser ist, nochmal ein Tick teurer ist, dann like dieses Video bitte 15.000 Mal. Ich verspreche euch, ich packe mir als nächstes direkt den Sian und fahre dann mit euch gemeinsam auf die Autobahn. Leute, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich kann diesem Video nichts mehr hinzufügen. Ich habe alles erreicht. Ich habe jede Emotion gelebt, die ich mit diesem Wagen leben konnte. Ich kann mich nur bedanken bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich schon ganz bald aufs nächste Video.